Hubert Aiwanger. Er wurde am 26.01.1971 in Ergoldsbach im Landkreis Landshut geboren. Er ist seit 2001 Mitglied der Freien Wähler und seit 2006 Landesvorsitzender. Seit 2008 ist er Mitglied des Landtags und bekleidete dort bis 2018 das Amt des Fraktionsvorsitzenden. Seit 2010 ist er zusätzlich noch Bundesvorsitzender der Freien Wähler und seit 2018 ist er unser stellvertretender Ministerpräsident und Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Jo, klar schon. Klapp. Wir sind heute im Hofbräu Keller und da einfach gleich schon mal direkt die erste Frage: Warum sind wir da und warum haben wir das Getränk, das wir mir trinken? Ja, das ist ein Traditionswirtshaus hier und mit bayerisch-bodenständiger Identität. Ich glaube, das passt da. Und das Getränk, ja, Orangensaft, erstens einmal viele Vitamine drin und zweitens die Parteifarbe der Freien Wähler ist orange. Lieber Anzug oder Tracht? Ein Anzug, der teilweise Trachtencharakter hat. Maximilianeum oder Bürgernähe? Bürgernähe. Frühaufsteher oder Nachteule? Beides. Land oder Stadt? Land. Bier oder, wie Sie so gern sagen, Apfelsaft? Wenn dann alkoholfreies Bier und Apfelsaft trinke ich auch gern. ÖPV oder Individualverkehr? Individualverkehr, das ist bei mir eindeutig das Bessere, weil ich so viele verschiedene Termine habe, das kann ich über den ÖPNV überhaupt nicht abdecken. Ehren- oder Hauptamt? Ja, in der Politik bin ich jetzt im Hauptamt gelandet, habe aber ehrenamtlich begonnen und ohne Ehrenamt würde der Staat nicht funktionieren. Also Ehrenamt würde ich fast höher hängen in der Wertschätzung wie das Hauptamt, weil der andere wird dafür bezahlt. Den Amtszeit lieber mit oder ohne Gott ablenken? Mit Gott. Genau. Wir sind früh im Landtag unterwegs, haben früh Entscheidungen auch zum Treffen. Gibt es auch eine Person, die Sie anrufen darf und die dann sagt, Hubert, das war jetzt nichts? Ja, da gibt es viele, die mir Mails schreiben, die mir SMS schreiben, die mir auf anderen Wege mitteilen, wenn sie mit was nicht zufrieden sind. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ist in den letzten Jahren, seit ich Minister bin, erstaunlich wenig, dass Kritik kommt an irgendwelchen Entscheidungen. Vielleicht merken es die Menschen auch, dass man wirklich nach bestem Wissen und Gewissen versucht, das Beste aus der Sache zu machen. Und es sind oft Dinge, wo du halt nicht frei entscheiden kannst. Aber es ist auf jeden Fall im Umfeld jemand da, der wo Feedback. Ja, also ich bin auf alle Fälle nicht beratungsresistent und auch nicht abgeschottet, dass keiner auf mich einwirken könnte. Und ich nehme das auch keinem übel, also in keiner Weise, sondern im Gegenteil, eine ehrliche Kritik ist oft besser wie ein heuchlerisches Schulterklopfen. Was würden Sie der jungen Generation wünschen? Dass es ihr nicht schlechter geht, als es uns gegangen ist. Früher hat es ja immer geheißen, wir wollen, dass es den Jungen besser geht wie uns. Jetzt haben wir ein relativ hohes Wohlstandsniveau in Deutschland erreicht. Und eher ist ja die Sorge, dass es in den nächsten Jahrzehnten schwieriger werden könnte. Also ich will auf alle Fälle, ich habe auch zwei Kinder daheim, dass denen zumindest nicht schlechter geht wie uns. Was würden Sie sagen, könnten Sie heute noch von der KLJB lernen? Ja, einfach diese gruppendynamischen Prozesse, dass man einfach sagt, man muss versuchen, die Menschen immer dort abzuholen, wo sie sind und nicht mit seiner eigenen Vorstellung reinzugehen und dann hast du vielleicht ein Gap zwischen dem, wo andere sind, wenn du denen irgendwas nahe bringen willst und die haben ganz andere Ideen und ganz andere Ziele, dann tust du dich schwer. Du musst also erst einmal schauen, mit wem hast du zu tun, wo steht der, welche Wünsche hat der und dann kannst du dem erst sagen, wie er sich vielleicht dorthin entwickeln soll, wo du ihn gerne hättest. Und nicht, dass man von außen sagt, ich weiß, wie alles funktioniert und hört mal her und dann sagt die, von was redet der überhaupt. Also man muss immer auf sein Gegenüber sehr gut eingehen, das ist in der Politik genauso. Immer schauen, mit wem hat man es zu tun, wo sind dessen Sorgen und Nöten und von da aus kann man dann weiterarbeiten. Jetzt erleben wir eine AfD, die bei Umfragen aktuell 11% hat. Wo warten Stellschrauben, dass man einfach die Demokratie wieder mehr festigt, dass man da mehr Stabilität wieder reinkriegt? Also ich glaube wirklich, dass Demokratieverständnis momentan auf breiter Front in der Gesellschaft verloren geht. Gerade in den sozialen Netzen ist es ja so, dass man sofort angegriffen und abgefertigt wird, egal ob man jetzt für oder gegen ein Windrad ist. Es gibt aber bei jedem Thema ein Für und Wider. Und man muss immer den vernünftigen Kompromiss suchen.
Aber wo sich immer mehr feststellt, ist, dass jeder nur noch seine eigene Radikalposition hat und sagt, der andere ist ein Depp, nur weil er nicht meiner Meinung ist. Und das macht es immer schwieriger, dass Dinge, die eigentlich seit Jahrhunderten gefestigt sind und als sinnvoll bewertet worden sind, plötzlich völlig in Frage gestellt werden. Und dieser gesellschaftliche Grundkonsens, wenn wir den nicht wiederfinden, dann fliegt uns die Gesellschaft um die Ohren, haben wir dieselbe Spaltung wie in Amerika beispielsweise. Aber was war da, sage ich mal, jetzt so akut ein konkreter Vorschlag, wo man sagt, damit kann man es wieder festigen? Also ich denke jetzt da zum Beispiel an Wahlalter mit 16. Ich bin jetzt da nicht grundsätzlich dagegen. Wir haben als Freie Wähler immer gesagt, Kommunalwahl ja, und mit noch mehr politischer Bildung kann man sich ja Landtagswahlen und so weiter vorstellen. Aber ich glaube vielleicht, dass er zum gewissen Teil oft ja, ein wenig überschätzt wird, die Thematik. Wie gesagt, ja, wir sollten die jungen Leute schneller in Verantwortung bringen, aber das sollte sich nicht aufs Wahlalter beschränken. Einmal ein bisschen eine speziellere Frage, wo sich, glaube ich, immer wieder WählerInnen die Frage einfach erstellen. Es ist ja bekannt, die Freien Wähler sind ja aus der CSU irgendwo einmal abgespalten. Das stimmt schon einmal nicht, aber red weiter. Okay, das können wir auch wegschneiden. Trotzdem, glaube ich, fragen Sie unter anderem auch wir uns immer wieder, wo ist denn der Unterschied? Ist an die Freien Wähler nicht so ein bisschen CSU 2.0, wie es immer ein bisschen heißt da? Ich sage mal so, wir müssen mal nicht krampfhaft Unterschiede suchen, aber ich glaube auf alle Fälle, dass wir noch bürgernäher sind, noch mittelstandsnäher, noch innovativer, noch vielleicht sogar ehrlicher, wenn ich das Wort da an der Stelle benutzen darf. Wir haben noch nicht so die mit allen Wassern gewaschenen Parteipolitiker, sondern noch Idealisten. Es wird ja immer wieder bei Erna ja speziell das Dialektthema ein bisschen angesprochen. Wie geht es Erna selber da damit? Im Landtag habe ich jetzt vor einer Stunde geredet, da habe ich jetzt dann doch etwas weniger Dialekt benutzt. Da musst du ein bisschen anpassen. Also ich glaube, wenn man da unverkrampft damit umgeht, ist das der richtige Weg. Aber ich stehe dazu und lasse mich da auch nicht narrisch machen. Ja, liebe junge Leute, ich freue mich, dass ich hier Leute erreiche, die in der KLJB tätig sind. Ich war selber viele Jahre dabei, war selber 7 Jahre Landjugendvorsitzender, habe da viel für meine Zukunft, für mein jetziges Leben auch gelernt, den Umgang mit Menschen, den Umgang auch mit Behörden, mit Verbänden und so weiter. Nutzt diese wunderbare, diese schöne Zeit der Jugend. Das ist später oft so, wenn ihr ein Berufsleben habt, wenn ihr Familie habt, bleibt oft nicht mehr so viel für diesen Austausch untereinander. Das waren bei uns immer sehr schöne Zeiten, die gemeinsamen Gartenfeste. Da haben wir so Wanderungen gehabt, so Gaudi-Wanderungen hat das geheißen, da wo du einfach durch Feld und Wald gewandert bist, hast Geschicklichkeitsspiele gemacht und dann abends ein gemeinsames Treffen, Preisverleihung, Tanz, Barbetrieb und so weiter. Also eine wunderschöne Zeit. Nutzt die und bleibt der Landjugend treu. Die ist gut für die Zukunft. Also Prost!